Willkommen zu PetZocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und ja, wie ihr schon am Titel erkannt habt, es wird ernst. Es wird richtig ernst, Leute. Und ja, als ich das gerade eben gehört habe, da wäre mir beinahe der Kragen geplatzt, Leute, ohne Witz. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das ist einfach nicht normal. So, und ja, mir fallen da gar keine Worte für ein. Ich finde es einfach dreist. Ich finde es richtig dreist. So, aber worum es geht, das seht ihr jetzt gleich selber. Und zwar hat Timo Wölken heute in seiner Insta-Story hat er, ja, hat er was gesagt. Alter, da komme ich nicht drüber. Da komme ich echt nicht drüber. So, ich zeige euch jetzt einfach seinen, seinen Post und dann könnt ihr euch selbst eine Meinung drüber bilden. Es wird auf jeden Fall sehr ernst, Leute. Wir müssen auf jeden Fall was tun. Und ja, wir hören uns erstmal jetzt an, was Timo Wölken zu sagen hat. Moin aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Heute hatten wir Rechtsausschuss und vorher haben sich die sogenannten Koordinatoren getroffen. Das sind sozusagen die Sprecher der einzelnen Fraktionen. Und die haben was Interessantes besprochen. Axel Voss will das Projekt jetzt ganz, ganz schnell zum Abschluss bringen. Und deswegen werden wir morgen ab ungefähr 11.15 Uhr im Europäischen Parlament über Uploadfilter abschließend beraten, ohne dass wir den Text offiziell haben. Es gibt den Text bei Politico, einem Magazin über die Brussels Bubble hier, aber offiziell noch nicht. Und trotzdem debattieren wir das jetzt morgen. Ich halte das für einen Skandal. Und am Dienstag sollen wir dann in einer Sondersitzung über den Text ja, final im Rechtsausschuss abstimmen, damit wir dann noch im März das Ding durch das Plenum raten können, bringen können. Und das Traurige daran ist, dass das nur gemacht wird, damit euer Protest auf der Straße nicht gehört wird. Der Protest der millionenfachen Bots. Und ich finde, das ist einfach nicht respektvoll gegenüber uns allen, die den Vorschlag so noch nicht gut finden. Ja, ihr habt es gehört. Axel Voss möchte gerne jetzt Artikel 13 so schnell es geht verabschieden. Da komme ich nicht drauf klar, Leute, ehrlich nicht. Das ist nicht normal. Was stimmt mit dem Mann nicht? Hat der gar keine Eier in der Hose, der Typ? Ich krieg da zu viel dran. Echt. Das fällt mir nicht zu zeigen. Ich wollte erst gar kein Video mehr machen zu Artikel 13. Weil ich gedacht habe, okay, jetzt warten wir erstmal ab, so die nächsten Tage, was passiert, was noch kommt. Und warten dann mal die Demos ab im März. Und jetzt sowas. Das ist nicht normal. Also jeder, der das hier gerade sieht, es ist ja nicht so, ich meine, gut, morgen wird darüber diskutiert, über einen Text, müsst ihr euch mal vorstellen, es wird über einen Text diskutiert oder entschieden, der noch gar nicht fertig ist. Was stimmt da nicht mit den Leuten, ohne Witz? Ich kann auch kein Auto aus der Reparatur rausgeben, wenn es noch nicht fertig repariert ist, oder? Also sicher falsch? Da komme ich nicht drauf klar, Leute, ehrlich, da komme ich nicht drauf klar. Naja, auf jeden Fall, es ist ja nicht so, dass wir unbedingt bis März warten müssten mit einer Demo. Richtig? Theoretisch könnte man das Ganze ja auch schon vorher planen. Weil ich meine, die Demo in Köln vor ein paar Tagen hat auch innerhalb von 2-3 Tagen funktioniert. Warum sollte das Ganze nicht jetzt auch funktionieren? Also wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr irgendwas wisst, wo man sowas organisieren kann oder sonst irgendwas. Ich selbst habe sowas noch nie gemacht. Dann lasst es mich wissen, denn so leicht wird er uns nicht los. Ganz ehrlich nicht. Also mich auf jeden Fall nicht. So, ich meine, ich bin zwar nur ein kleines Licht bei YouTube. Nur ein ganz, ganz kleines Licht bei YouTube. Aber nicht mit mir, Leute. Ganz ehrlich nicht. Also, man hat ja hier gar nichts mehr zu sagen. So, und das kann nicht richtig sein. Das kann einfach nicht richtig sein. Ohne Witz. Naja, okay. So, dann nochmal was in eigener Sache. Dafür muss ich eben ganz kurz mich wieder hier in die Ecke verkrümeln, hier unten. So. Ich habe jetzt auch mir extra für diese Sache ein Instagram-Profil angelegt. Seht, ich habe noch nichts gemacht, kein Foto, gar nichts drauf. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mich schon bei Instagram adden. Und ja, so, jetzt habe ich noch was anderes für euch. Das ist ja ein Diss-Track gegen Artikel 13. Finde ich persönlich richtig nice.
Und ja, den schauen wir uns jetzt an. Killer. Es geht immer nur um Macht, immer nur um Geld. Nach außen alles heil, aber hintenrum zerfällt. Sie nehmen uns die Videos, nehmen uns die Musik. Und spätestens ab jetzt wird mal dagegen revidiert. Axel Voss kriegt eine Schelle, dass sein Schädel kurz vibriert. Und wird dann auf allen Ebenen neben mir liquidiert. Alle reden ohne Hirn. Wer kommt auf den Podest und bleibt stehen? Alles dreht sich um Profite für die großen Unternehmen. Durchschnittsalter 50 sitzt mit Odemar Piquet im Europaparlament, entscheiden über unser Leben. Will ein Uploadfilter für dieses EU-Parlament, so wie es scheint. Leiden da alle an akuter Demenz. Warum entscheiden die Alten über die Zukunft? Nichts zu tun und doch erfinden Gesetze und ficken YouTube. Ficken jeden, der am Internet sein Cash macht. Egal ob YouTuber oder Rapper. Sie verbieten uns alles, Bruder, sie machen uns mundtot. Doch wir stehen dagegen wieder alle vereint. Beseitigen grundlos uns, wären wir untot. Doch macht euch keine Sorgen, wir bringen alle zu Fall. Wir zusammen gegen 13. Ey, wir lassen sie einsehen, dass sowas keiner will und dafür müssen sie einstehen. Jeder weiß, diese Welt ist gefickt, doch mit so einer Scheiße, da helft ihr hier nicht. Also Leute, richtig, richtig geiler Song von Mizep, Artikel 13, Distract. Ich kannte den vorher noch nicht, ich habe ihn jetzt abonniert und ein Like da gelassen. Und wenn ihr den ganzen Song hören wollt, dann geht doch bitte auf seinen Kanal und Abo nicht vergessen und den Like-Button smashen. Leute, der muss explodieren. Der muss richtig explodieren, der Like-Button. So, also der Song ist richtig, richtig stark und ich hoffe, ja, dass die richtigen Leute den Track hören werden. Ja, ansonsten morgen um 11.15 Uhr, wie Timo Wölken geschrieben hat, gibt es ja die Diskussion über Artikel 13. Ich kann leider nicht live sein zu der Zeit, weil ich arbeiten muss. Aber ich werde euch auf jeden Fall, wenn ich was höre, ja, darüber in Kenntnis setzen. Sei es über Facebook, Twitter, Instagram jetzt neuerdings oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss mich erstmal beruhigen, Alter. Naja, wie gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht viel großartig viel Mühe gegeben. Ihr seht, ich habe gar nicht den Greenscreen aufgebaut, gar nicht. Ich habe einfach das Video gemacht jetzt und drauf geschissen. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin jetzt raus, Leute. Und Axel Voss, du wirst uns nicht los. Definitiv nicht. So, alles klar, Leute. Haut ihr rein. Bis dann. Ciao.